Nachdem Mia ihrer Anwältin von Fabians Besuch im Café erzählt hat, macht sich Barbara von Minkwitz nachmittags erneut auf den Weg in die Strandbar. Sie will Jasmin noch einmal befragen und herausfinden, ob die 29-Jährige zur Tatzeit nun mit Fabian zusammen war oder nicht. Vor Ort trifft sie aber nur auf deren Arbeitskollegin Mareike Klaasen. Guten Tag, ich bin Rechtsanwältin von Minkwitz. Ich bin die Anwältin von Mia Breuer. Ach, Fabians Ex? Ist was passiert? Ja, ich suche eigentlich die Jasmin Kröger. Der Fabian hat mir gesagt, ich würde heute hier arbeiten. Normalerweise schon, aber sie hat mich so vor ungefähr einer Stunde angerufen, ich müsste mit ihr die Schicht tauschen. Ich habe mich selber ja auch gewundert, weil normalerweise lässt sie keine Chance aus, um mit Fabian zusammenzuarbeiten. Was soll das heißen? Normalerweise lässt sie keine Chance aus. Sie versucht halt immer in seiner Nähe zu sein. Sie ist total verliebt in ihn. Jasmin hat mir schon irgendwie ein bisschen leid getan. Ja, sie versucht eben alles, um mit ihm zusammen zu sein. Und er hat sich in Mia verliebt und naja. Aber ich meine, dann hat sie doch jetzt eine geniale Situation. Das wird sie doch auch gemerkt haben, dass Mia und Fabian sich getrennt haben. Das ist doch jetzt ihre Chance. Nee, na klar. Sie hat ja auch versucht, alles Mögliche, um sich noch mehr an ihn ranzumachen und sich anzunähern. Aber von einem Tag auf den anderen ist sie ihm dann aus dem Weg gegangen. Hat er ihr einen Abfall erteilt? Sie sind ja hartnäckig. Also, es ist ein Gerücht und ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Aber auf jeden Fall erzählen die Kollegen hier so, dass Jasmin versucht hat, Fabian betrunken zu machen. Sie hat ihn hier in die Beachbar geschleppt, weil sie sich erhofft hat, dass sie größere Chancen hat, wenn er betrunken ist. Und hat eine Abfuhr gekriegt. Aber wie? Also er soll irgendwie nur von mir erzählt haben und war total irgendwie abweisend zu Jasmin. Hat gesagt, dass er sich nur mit mir alles vorstellen könnte und dass sie die Einzige ist. Ach Gott, die Arme. Aber ich meine, das muss dem Fabian doch wahnsinnig peinlich sein. Ich meine, der wird sich doch bestimmt nachher bei ihr entschuldigt haben, oder? Das hätte er ja wahrscheinlich, wenn er sich dran erinnern würde. Aber angeblich weiß er gar nicht mehr, was passiert ist. Also er sagt nur, dass er mit ihr in die Beachbar gekommen ist und irgendwann mal am Morgen in seinem Bett aufgewacht ist. Sie haben mir unglaublich geholfen. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Also das Gespräch mit der Barkeeperin, das war richtig aufschlussreich. Wahrscheinlich habe ich so viel mehr erfahren als von Frau Kröger direkt. Und eins steht fest, die Frau Kröger hat ein Motiv, sowohl gegenüber Fabian als auch meiner Mandantin zu agieren. Und das werde ich jetzt sofort der Frau Breuer erzählen und dann werden wir mal gemeinsam der Jasmin auf den Zahn fühlen. I'm addicted to you. Anwältin Barbara von Minkwitz will herausfinden, wer ihrer Mandantin Mia Breuer nachstellt und sie bedroht. Bisher war ihr Ex-Freund Fabian der Hauptverdächtige, da er von Mia verlassen wurde und kein Alibi für die Tatzeit hat. Doch jetzt hat die Juristin Kommilitonin Jasmin Kröger im Visier, die nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Ich dachte, das mit dieser Alibi-Sache, das wäre alles schon vom Tisch. Das hatte ich auch gedacht und vor allen Dingen gehofft. Aber der Fabian Schumann, der behauptet steif und fest weiter, dass er die ganze Nacht mit ihnen zusammen war. Und das heißt, einer von ihnen beiden lügt. Naja, ist ja wohl klar, Fabian lügt. Ja, so klar ist das für mich gar nicht, denn ich habe Nachforschungen über sie eingeholt und sie sind seit Monaten in Fabian Schumann verliebt. Was geht Sie das jetzt an? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Mich geht das was an, wenn Sie in die Wohnung meiner Mandantin einbrechen und eine Todesanzeige von ihr in die Zeitung setzen lassen. Und Sie haben auch ein ganz starkes Motiv, denn meine Mandantin hat den Mann, den Sie seit Monaten haben wollen. Und darüber hinaus wollen Sie sich vielleicht auch an dem Fabian rächen, denn der hat Sie ja ganz übel abserviert. Was ist das denn? Wollt ihr mir das jetzt alles in die Schuhe schieben? Hat Fabian euch das eingeredet? Ja? Passt zu diesem Scheißkerl. Ganz ehrlich, okay, ich war in Fabian verliebt. Ja, war ich. Aber da wusste ich noch nicht, was das für ein krankes Schwein ist, ja? Ganz ehrlich, seitdem ihr getrennt seid, stalkt er mich. Der soll dich stalken. Der hat sich doch vorher nie für dich interessiert. Also Frau Kröger, Ihre Version, die kann ich da auch nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, Sie haben doch immer versucht, den Kontakt zu ihm zu kriegen und nicht umgekehrt. Ich habe hier die Beweise. Hier sehen Sie die ganzen Anrufliste. Fabian ruft mich an, morgens, abends, spät. Er schreibt mir ständig, wir müssen reden, es ist voll wichtig. Guck dir an, wenn er mich hier anruft. Das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, Schätzchen, dein Ex ist ein Stalker. Ich habe mich auch von ihm blenden lassen, aber ganz sicher passiert mir das nicht nochmal. Ich muss jetzt auch los. Ich habe morgen eine Prüfung in der Uni und... Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Tschüss. Ich kann das nicht glauben. Ich habe ihn ja gestern gesehen. Der war total verzweifelt.
Ich wollte aber noch eine Sache mit Ihnen besprechen. Es ist nämlich so, der Fabian, der ist ja hier auch im Café gewesen und hat gegen das Annäherungsverbot verstoßen. Und bei Stalking ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass Sie jeden Vorfall zur Anzeige bringen und eine Geldstrafe beantragen. Ja, aber Sie haben Fabian gestern nicht gesehen. Der war total verzweifelt. Ich hätte ihn am liebsten in den Arm genommen. Ich kann nicht glauben, dass der das war. Mensch, Sie sind ganz schön durch den Wind. Was machen wir denn da? Also ich würde vorschlagen, dann treffen wir uns morgen noch mal mit dem Fabian und besprechen die ganze Sache noch mal mit ihm, ja? Ja, gut. Zur gleichen Zeit morgen hier? Machen wir das so. Okay, Kopf hoch. Dankeschön. Nach diesem harten Tag ist Mia froh, endlich Feierabend machen zu können. Die 26-Jährige will so schnell wie möglich zu ihrem Auto, das sie ganz in der Nähe geparkt hat. Auf dem Weg dorthin beschleicht sie ein ungutes Gefühl. Schließlich ist ihr Stalker noch nicht gefasst. Plötzlich bemerkt sie, dass sie verfolgt wird. Lass mich in Ruhe! Du sollst mich in Ruhe lassen! Was soll das? Hilfe! Hey, stopp! Was ist denn los? Wie siehst du denn aus? Du bist ja kreidebleich. Gott sei Dank bist du da. Da war ein Mann. Du musst mir glauben, da war wirklich ein Mann. Der hat mich verfolgt die ganze Zeit. Welcher Mann denn? Keine Ahnung, der war... Ich sehe da keinen Mann. Ich bin froh, dass du da bist. Ja, aber, ist schön, oder? Was machst du überhaupt hier? Ja, ich weiß, ich sollte mich ja eigentlich nicht mehr nähern und sollte nicht mehr zu dir kommen, aber ich vermisse dich so, ich wollte dich unbedingt sehen. Und außerdem wollte ich unbedingt wissen, was bei dem Gespräch mit Jasmin rausgekommen ist. Hat sie denn nur die Bedrohung da abgeschickt oder liegt es an dir? Jasmin hat die ganze Zeit gelogen. Keine Ahnung, die war echt überzeugend. Ich habe die ganze Zeit geglaubt und... Aber du kannst es ja gar nicht gewesen sein, da war wirklich jemand. Wir haben Fabi echt Unrecht getan. Der hat sich die ganze Zeit Sorgen um mich gemacht. Wie soll ich das jemals wieder gut machen? Um den Vorfall zu besprechen, hat Mia noch am selben Abend ihre Anwältin informiert und einen Termin für den nächsten Tag gemacht. Doch nicht nur die gestrige Begegnung versetzt die 26-Jährige in Panik, sondern auch ein Brief, der in der heutigen Post war, macht ihr große Angst. Frau von Hinken, packen Sie mal bitte. Das ist... Sie sind ja völlig aufgewühlt. Kann das nicht wahr sein? Das war bei mir in der Post. Das ist schon wieder eine Rechnung von einem anderen Schlüsseldienst. Von einem neuen Schlüsseldienst? Ja, die haben jemanden reingelassen, während ich nicht zu Hause war. Das heißt, Sie haben einen Dritten in die Wohnung gelassen? Ja, und jetzt überlegen Sie mal bitte, wer soll das denn gewesen sein? Das war natürlich schon wieder mein Stalker. Die Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes sind vor dem Öffnen der Tür verpflichtet, sich über die Identität des Auftraggebers zu vergewissern und sich den Ausweis oder einen Führerschein zeigen zu lassen. Und deswegen bin ich hier wirklich geschockt, dass hier ein Fremder Zutritt zu der Wohnung meiner Mandantin bekommen hat. Und ich bin sehr gespannt, wie die Mitarbeiter dieses Schlüsseldienstes uns das erklären wollen. Und nicht, als ob das schon genug gewesen wäre. Nein, natürlich nicht. Gestern, als ich von der Arbeit kam, da war ein Mann, der hat mich verfolgt und ich kann einfach nicht mehr. Frau Breuer, bitte, jetzt setzen Sie sich mal hin, ich bringe Ihnen mal einen Schluck Wasser. Sagen Sie mal, Sie sagten, das war ein Mann und hat er Sie irgendwie angesprochen? Nein, hat er Sie nicht bedroht? Er hat mich nicht bedroht. Er hat einfach nur, sobald ich schneller geworden bin, ist er schneller geworden. Sobald ich stehen geblieben bin, ist er stehen geblieben. Keine Ahnung, dann war er auf einmal wieder verschwunden. Das kann ich Ihnen genau sagen, was der wollte. Das ist Psychoterror, der wollte Ihnen Angst machen, das hat Methode. Ich hatte einfach nur Glück, dass ich dem Fabi in den Arm gerannt bin. Ich weiß nicht, was sonst noch alles passieren können. Sagen Sie mal, der Fabian, der hat doch ein Annäherungsverbot, der darf sich doch da überhaupt nicht aufhalten. Ja, aber es ist ja wohl jetzt klar, dass er das nicht gewesen sein kann. Ich glaube nicht, dass er das war. Ich meine, der kann mir ja nicht gleichzeitig in die Arme laufen und mich gleichzeitig verfolgen. Sagen Sie mal, Frau Breuer, jetzt denken Sie doch bitte mal nach. Meinen Sie, das ist wirklich ein Zufall? Von hinten werden Sie gestalkt und von vorne kommt der Fabian. Ist es nicht viel eher so, dass der vielleicht den Stalker engagiert hat, um sich bei Ihnen als großer Beschützer und Retter aufzuspielen? Nein, Sie hätten ihn sehen müssen. Der war so süß. Der hat sich um mich gekümmert. Der hatte echt Sorge. Die Augen lügen nicht. Der hat mich nach Hause gebracht. Der hat sich um mich gekümmert. Ich kann das nicht glauben. Vielleicht hat die Jasmin ja einen Komplizen gehabt. Also wissen Sie was? Sie sind wirklich unglaublich gefährdet. Sie müssen auf sich aufpassen. Ja, überlegen Sie doch mal bitte, wie ich mich fühle. Ich gehe aus dem Haus, dann kommt ein Geräusch. Ich zucke total zusammen. Ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin fix und fertig. Ich will einfach, dass das sofort endet. Ich kann mir vorstellen, wie belastend das für Sie sein muss. Aber wir haben eine neue Spur. Das ist die einzige Möglichkeit, das Stalking zu beenden und Sie zu entlasten. Wir fahren zu diesem verdammten Schlüsseldienst, der widerrechtlich jemanden in Ihre Wohnung gelassen hat. Vielleicht finden wir da die Spur zum Stalker. Barbara von Minkwitz macht sich mit ihrer Mandantin sofort auf den Weg. Sie hofft, dass der Schlüsseldienst Mia Stalker identifizieren kann.
Die beiden Frauen kommen gerade noch rechtzeitig und erwischen Heinz Conradi kurz vor Ladenschluss. Guten Tag, wir würden gerne mal mit Ihnen sprechen. Ja, wir schließen jetzt, ja? Ja, ich glaube, 2 Minuten Zeit sollten Sie sich vielleicht noch nehmen. Ich bin Rechtsanwältin von Minkwist, das ist meine Mandantin, Frau Breuer. Und Sie haben vor 2 Tagen in Ihre Wohnung Breuer in der Juliusstraße geöffnet. Erinnern Sie sich? Oh, wissen Sie, wie Türen ich am Tag öffne? Ja, also, was ist überhaupt Ihr Problem? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Sie haben einen Fremden in die Wohnung gelassen. Und als Schlüsseldienst haben Sie eine Sorgfaltspflicht und können Ihre Zulassung verlieren. Und außerdem ist es Beihilfe zum Hausfriedensbruch. Also, vielleicht erinnern Sie sich jetzt ja doch etwas besser. Ich kann mich dunkel dran erinnern. Ja, da hat mich jemand in die besagte Wohnung gerufen, hat mir erzählt, sein Personalausweis, sein Schlüssel ist in der Wohnung. Und ja, dann halt nicht weiter diskutiert. Ja? Das haben Sie einfach geglaubt. Ne? Sag mal, wie blöd sind Sie eigentlich? Ja, sorry, wie reden Sie denn überhaupt mit mir? Der Mann kannte sich in der Wohnung aus, zu 100%. Ja? Aber ein Mann? Ja? Dann kann es ja gar nicht die Jasmin gewesen sein. Jetzt warten Sie mal, ist wichtig genug. Also so ja nun nicht, ja? Dann vielleicht hat die einfach einen Komplize. Ja, oder ihr Ex-Freund. Können Sie den Mann irgendwie beschreiben? Oh, nicht dünn, nicht dick, nicht groß. Sorry, keine Ahnung. Lustig, das passt auf halb Berlin. Ja, das kann durchaus möglich sein, aber ich sehe da kann ich mir nicht. Wenn Ihnen was einfällt, Sie sollten sich wegen Ihrer Zulassung und der Gewerbeaufsicht vielleicht doch ein bisschen mehr anstrengen. Wenn Ihnen was einfällt, rufen Sie mich an. Ja? Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Ihnen auch. Ich kann es einfach nicht fassen. Ich dachte, wir kriegen endlich mal einen Hinweis darauf, wer der Stalker sein kann. Also was wollte dieser Kerl erneut in Ihrer Wohnung? Ich meine, ich gehe davon aus, dass das derselbe Mann ist, der schon mal bei Ihnen eingebrochen ist. Vor allen Dingen, ich habe gar nicht gemerkt, dass da überhaupt jemand drin war. Es hat nichts gefehlt, es war nichts durchwühlt, nichts, gar nichts. Wissen Sie was? Wir fahren jetzt erneut in Ihre Wohnung, stellen die auf den Kopf, gucken, ob was fehlt oder ob wir sonst irgendwelche Hinweise auf den Stalker finden. Ja, machen wir das. Währenddessen ist Fabian zur Strandbar unterwegs. Er liebt Mia nach wie vor und will verhindern, dass ihr der unbekannte Stalker etwas antut. Da Jasmin eindeutig gelogen hat, vermutet er noch immer, dass seine Kommilitonin hinter der ganzen Sache steckt, um ihm nach seiner Abfuhr eins auszuwischen. Jetzt will er die ganze Wahrheit wissen. So, Jasmin, lass mal kurz reden. Fabian, ich muss arbeiten. Du musst Mia in Ruhe lassen. Du kannst ihn ja nicht mit reinziehen, die hat dir nichts getan. Ich hab mir ja auch nichts getan und ich weiß auch nicht, von was du sprichst. Ich hab mit der Scheißaktion nichts zu tun, Fabian. Ja, natürlich hast du mit zu tun. Wer soll denn sonst mein Abi verfälscht haben bei den Anwälten von mir? Ey, Fabian, ich sag's dir nochmal, ich hab mit dieser Scheißaktion nichts zu tun. Ja, natürlich musst du damit was zu tun haben. Das du raffst es nicht, ne? Du raffst einfach her nicht, Fabian. Was soll ich denn nicht raffen? Oh, ey, pff, ist doch klar, dass du dich nicht daran erinnerst. An was soll ich mich denn erinnern? Mach doch mal den Mund auf. Ey, wie du mir hier letztens die Ohren vorgeheilt hast. Hey, und in mir kann ich nicht leben und in mir macht keinen Sinn. Weißt du, Fabian, ich hab mir ein Bein für dich ausgerissen, ja? Ja, nur das mit der Todesanzeige in der Zeitschrift da und weiß ich, mit den anderen Sachen hier. Kann doch nicht sein, dass du hier einfach so eine Kacke machst. Fabian, ich sag es dir nochmal, ich hab damit nichts zu tun. Ja, mit der Anwältin, als sie kam mit deinem Alibi, das war eine miese Nummer. Aber ich hab auch nichts gegen Mia und ich würde auch sowas niemals tun. Das musst du mir auch einfach glauben, verstehst du? Ja, klar hätte ich nicht lügen dürfen wegen dem Alibi. Aber der Schock in Mias Gesicht, der hat echt so gut getan. Ich wollte eigentlich nur einen Keil zwischen die Beine tragen. In Mias Wohnung suchen Barbara von Minkwitz und ihre Mandantin noch am gleichen Nachmittag nach Hinweisen auf den gefährlichen Stalker. Dabei nimmt die Anwältin jede Ecke in Augenschein und ist entsetzt, als sie den Rauchmelder im Badezimmer inspiziert. Frau Breuer, kommen Sie mal her. Haben Sie was gefunden? Ja, gucken Sie mal hier. Der Klassiker. Die versteckte Kamera im Rauchmelder. Ich habe mich gewundert, was der Rauchmelder im Bad soll. Ja? Bitte das, was? Den braucht man hier gar nicht. Dieses Teil hier, das ist eine versteckte Kamera, die wird irgendwie gesteuert über einen Computer. Der hat mich beobachtet beim Duschen, während ich nackt bin, während ich auf Toilette sitze. Oh, das ist so unheimlich, ich muss hier raus. Ein furchtbarer Schock für Mia. Die ganze Zeit war sie den Blicken eines Fremden ausgesetzt. Die 26-Jährige will nur noch an einen sicheren Ort, wo sie niemand beobachten kann. Ich fahre Sie zu Ihrer Mutter. Ja, bitte. Ja? Aber jetzt hören Sie mir mal zu. Die Sache hat ein Gutes. Wir haben den Täter überführt, wir haben den entdeckt, der weiß noch nichts davon und wir können es endlich der Kripo beweisen. Ja, aber das reicht mir nicht. Ich fühle mich hier einfach nicht mehr sicher. Wer weiß, der beobachtet mich bestimmt auf Schritt und Tritt. Ja, ich überlege mir vor allen Dingen, es wird ja nicht die einzige Kamera sein. Wie? Noch? Naja, was meinen Sie? Der wird auch im Schlafzimmer. Ich finde bloß nichts. Ich rufe die Spurensicherung an. Können die was herausfinden? Die sind technisch so versiert. Es ist unglaublich, was die alles können.
Und dann fahre ich Sie zu Ihrer Mutter. Haben Sie Handy, Portemonnaie? Ja, mein Schlüssel brauchte ich dann einen für die Spurensicherung. Ja, Minkwitz hier. Ich hätte gerne eine Nachricht an die Frau Leuschner hinterlassen. Wir müssen mit der Spursicherung in die Wohnung. Wir haben hier eine versteckte Kamera gefunden im Badezimmer. Ich habe meine Wohnung so geliebt und ich habe mich immer sicher gefühlt. Aber der Gedanke daran, dass ich beobachtet werde, das ist so demütigend. Ich kann hier keine Sekunde länger bleiben. Es gibt nichts, was mich Die Polizei hat noch eine weitere Kamera in Mias Schlafzimmer gefunden. Die 26-Jährige will auf keinen Fall zurück in ihre Wohnung und schläft zurzeit bei ihrer Mutter. Ihrem Vermieter hat sie die Kündigung bereits auf die Mailbox gesprochen, woraufhin sie Gideon Laubach am nächsten Tag im Café aufsucht. Frau Breuer, was muss ich da hören auf meiner Mailbox? Sie wollen die Wohnung kündigen? Ja, ich gebe Ihnen das auch noch schriftlich. Ja, aber warum denn so plötzlich? Hat das etwa mit Ihrem Ex-Freund, diesem Stalker, zu tun? Ich meine, die Polizei, die hat ihn doch gefasst. Nein, Gott sei Dank nicht. Fabian ist nicht der Täter. Das Schlimme ist eher, dass wir es einfach nicht wissen und dass ich nach der Arbeit hier von irgendjemandem verfolgt wurde, der vermummt war. Und dann wurden auch noch Kameras in meiner Wohnung gefunden. Ich fühle mich einfach nicht mehr sicher. Oh Gott, das tut mir unendlich leid. Also, es ist mir richtig peinlich, weil das in meinem Haus passiert. Nein, Sie können ja nichts dafür. Ich habe mir gedacht, es ist alles sicher. Wissen Sie was, Frau Breuer? Ich möchte Ihnen helfen. Und zwar, ich habe da noch ein anderes Objekt. Da wäre gerade eine Wohnung frei geworden. Wenn Sie wollen, können wir die gleich anschauen. Naja, eigentlich kann ich hier nicht weg. Ich unterstütze meine Mom und ich habe einfach keine Zeit. Komm, so ein Quatsch. Guck mal, es ist im Moment relativ leer. Das schaffe ich auch alleine. Und eh der große Ansturm kommt. Komm, ja, aber das dauert ja eigentlich nicht mehr so lange. Komm, so eine Gelegenheit kriegst du so schnell nicht wieder. Indem jemand direkt noch eine Wohnung anbietet. Überleg doch mal. Ja. Gib den Ruck. Ja. Na los. Anschauen. Komm. Kann ja nicht schaden. Ich hol kurz meine Jacke. Ja. Kein Problem. Geh mal. So eilig habe ich es gar nicht, bei meiner Mutter auszuziehen. Ich fühle mich endlich mal wieder sicher. Ich kann ruhig schlafen. Naja, aber ich kann ja nicht ewig auf der Pelle hängen. Zur gleichen Zeit verfolgt Barbara von Minkwitz mithilfe der Polizeitechniker eine heiße Spur. Die Anwältin wurde von den Beamten benachrichtigt und darüber informiert, dass die Kameras über das WLAN-Netz bedient werden. So lassen sie sich zurückverfolgen und im Keller von Mias Mietshaus verdichten sich die Hinweise. Ah, sieht so aus, als ob der WLAN-Router hinter der Tür ist. Aha. Über die Zugangsdaten können wir dann rausbekommen, welcher Computer die Kamera steuert. Ohne Erlaubnis des Eigentümers und ohne richterlichen Beschluss kommen wir da nicht rein. Ja. Richtig. Oh! Entschuldigung, können Sie uns vielleicht sagen, wem dieser Keller hier gehört? Warum? Das ist eine ganz dringende Sache. Okay, na, ich habe Herrn Laubach hier schon ein paar Mal rein und rausgehen sehen. Herrn Laubach, Ihren Vermieter, sind Sie da sicher? Ja, na klar, bin ich mir sicher. Aber wenn Sie wissen wollen, was drin ist, dann würde ich ihn schon selber fragen. Ja, sicher, sicher. Vielen Dank, Frau Friese. Sie bitte Friese. Vielen Dank, Frau Friese. Ich rufe mal Herrn Laubach an, dass er das vielleicht mal aufschließen kann. Mein Dank, dann. Meldet sich nicht. Versuch's mal bei der Mutter. Die wollte ja zur Mutter. Ja, hallo, Frau Breuer, Minkwitz hier. Dürfte ich mal kurz Ihre Tochter sprechen, bitte? Wie, was? Die ist nicht da. Die ist mit Herrn Laubach weg? Wissen Sie vielleicht, wohin? Nee, machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich kümmere mich drum. Herr Laubach ist nicht zu erreichen. Ja, und die Mutter meiner Mandantin erzählt mir, dass meine Mandantin mit Herrn Laubach vor einer halben Stunde, hat der sie abgeholt, los ist, um irgendwelche Wohnungen von Herrn Laubach in unbekannten Mietshäusern, die weiß nicht, wo die beiden hin sind, zu besichtigen. Verstehe ich nicht. Und jetzt geht er nicht ans Telefon? Also ganz ehrlich, ich glaube mittlerweile, dass der hinter der ganzen Sache steckt, dieser Vermieter. Ja. Und jetzt haben wir Gefahrenverzug und jetzt gehen wir da rein. Genau, machst richtig. Du das auf? Oh. Oh. Uiuiuiui. Das ist ja unglaublich. Das ist ja auch nicht schlecht. Micha, kannst du dir das mal ankicken? Ich schau mal. Gucken Sie mal, hier werden Wohnungen videoüberwacht. Also die Wohnung von meiner Mandantin ist das nicht? Ist das nicht, oder? Sind mehrere. Der hat nicht nur ihre Mandantin überwacht. Ich sehe, da sind vier Ordner. Mia, Lydia, Sibylle. Sibylle, das war doch die Frau, die Mieterin, die Frau Friese. Das sind 1000 Videodateien. Da muss die Mieterin schon mehrere Monate überwacht haben. Also, Micha, pass auf. Hol die Spurensicherung, die sollen das hier alles einkloppen, wir stellen das alles sicher. Wir nehmen das alles mit, okay? Genau, machen Sie das. Aber wir müssen jetzt ganz dringend meine Mandantin finden. Das ist wirklich Gefahr im Verzug. Wissen Sie was? Ich rufe beim Grundbuchamt an. Eigentümerverzeichnis. Ganz genau, da rufen wir an, da lassen wir uns die Adressen geben und dann klappern wir die ganzen Adressen ab. Machen wir okay? Zusammen. Ja, sicher ist sicher. Kommen Sie mal.
In Berlin wird Mia Breuer von einem Stalker verfolgt und über versteckte Kameras in ihrer eigenen Wohnung beobachtet. Da sie sich dort nicht mehr sicher fühlt, bietet ihr der Vermieter Gideon Laubach eine andere Wohnung an. Die 26-Jährige ahnt nicht, dass Barbara von Minkwitz mittlerweile herausgefunden hat, dass er der Stalker ist und geht in seine Falle. Geh mal rein in die gute Stube. Sie können das hier alles gleich beziehen, wenn Sie möchten. Also ich weiß nicht. Na ja, vielleicht gefällt Ihnen die Farbe nicht. Ich habe noch Farbe im Keller, das können Sie alles nach Ihren eigenen Vorstellungen dann irgendwie noch ummalen. Wenn Sie wollen, helfe ich Ihnen auch dabei. Und naja, wenn die Miete Ihnen etwas zu hoch ist. Also daran liegt es eigentlich gar nicht. Ich fühle mich bei meiner Mutter einfach mittlerweile sehr wohl und sehr sicher. Und jetzt wieder in eine eigene Wohnung zu ziehen. Sachte, Frau Breuer, Sie sind schließlich meine Lieblingsmieterin. Wissen Sie, Sie sind mir richtig ans Herz gewachsen. Ich finde es wirklich schade, wenn ich Sie verlieren würde. Was soll das? Ja, Sie gefallen mir. Und ich würde mich freuen, wenn Sie hier in die Wohnung einziehen. Ich möchte nicht in die Wohnung einziehen. Ich glaube, ich sollte auch jetzt zurück ins Café. Aber. Also, nee. Aber Mia. Sie können ja nicht hier die Tür abschließen. Sie können mich doch nicht einsperren. Sie dürfen noch nicht gehen. Was heißt denn, ich darf noch nicht gehen? Lassen Sie mich. Sie können ganz schön tough sein. Ich habe gedacht, mit der Anzeige, der Todesanzeige, habe ich Sie schon richtig in Panik versetzt. Was? Aber erst, als ich die Sicherung rausgedreht habe, ja, da sind Sie schutzsuchend in meiner Arme. Sie waren das? Ja. Sie sind bei mir eingebrochen und haben die Anzeige gestellt? Ja, natürlich. Gehen Sie weg von mir. Ich weiß, wir sind füreinander bestimmt. Mia, wissen Sie was? Ich habe Sie beobachtet, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Und wenn Hilfe! Fabian endlich aus Geschichte ist, dann steht nichts mehr zwischen uns. Bitte, Mia, bitte, bleiben Sie bei mir. Sie müssen zusammenhalten. Ich muss hier raus, bitte. This is the end. Einen Monat später kehrt langsam wieder Ruhe in Mias Leben ein. Die Polizei hat noch weitere Kameras in den Wohnungen der anderen Mieterinnen von Gideon Laubach entdeckt. Der Täter wurde zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt und muss eine Therapie machen. Die 26-jährige Mia kann aufatmen, doch jemand fehlt noch zu ihrem Glück. Wieso? Was ist mit dir? Was machst du denn hier? Ich habe was Kleines, eine kleine Überraschung vorbereitet. Was ist denn jetzt los? Ja, ich habe mir einfach was überlegt und ich möchte mich einfach nochmal für die letzte Zeit bei dir entschuldigen. Ich habe ja dir echt einiges angehängt und das tut mir total leid. Und ja, du, Jasmin, wenn die nicht gewesen wäre, hätte ich mir den ganzen Ärger auch erspart, weißt du? Es war ja echt krass, was die da losgelassen hat und dass sie so viel gelogen hat. So. Da ist noch eine Kleinigkeit. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll. Was ist denn jetzt? Schon wieder irgendwas? Nein, nichts Schlimmes. Ich habe hin und her überlegt und ich weiß nicht, ich liebe dich einfach und ich würde es einfach gerne noch mal mit dir probieren. Ja, komm mal her hier. Mia Stalker wollte den Verdacht auf Fabian lenken, um so freie Bahn bei der 26-Jährigen zu haben und sich als Beschützer aufspielen zu können. Dank des Einsatzes von Barbara von Minkwitz ging sein Plan nicht auf. Im Gegenteil, Fabian und Mia sind inzwischen wieder ein Paar und teilen sich mittlerweile sogar ihre erste gemeinsame Wohnung.